Ja Leute, servus erstmal und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ihr könnt es in der Titelbeschreibung schon lesen. Ich werde heute wieder ein paar Felgen lackieren und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ja, hier vor mir haben wir jetzt die Felgen von meinem Bruder liegen. Er hat sich auch die Styling 32 vom 5er geholt. Also die 8J mal ET20 in 17 Zoll. Und die werde ich heute aufbereiten. Der Vorbesitzer hat die ganzen Felgen schon mal zum Glück alle mit Grundierung bearbeitet. Keine Ahnung wieso, deshalb. Er ist damit rumgefahren. Ich werde jetzt einfach das Ganze hier nur anschleifen und dann werde ich den Basislack drauf knallen. Und eine Felge davon werde ich euch mal im Detail zeigen, wie ich vorgehe und das Ganze lack. So, ich habe jetzt mal alle Felgen angeschliffen. Ihr seht es hier, ich habe jetzt schon mal ein bisschen Spachtel angerührt. Ja, normalerweise sollte man Aluspachtel nehmen, aber ich habe jetzt leider keine da. Aber nichtsdestotrotz würde das auch funktionieren. Eine Felge hat eine kleine Macke außen und die eine habe ich jetzt schon behandelt. Ich zeige es euch mal. Also hier war ein kleiner Kratzer drin, den habe ich leider nicht rausschleifen können. Da habe ich jetzt ein bisschen Spachtel drüber und das verschleife ich dann jetzt nochmal schön. Und dann sollte beim Lackieren nichts mehr sichtbar sein. Ja, und die andere Felge, die ist hier sehr stark vermackt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ist ein kleiner Kratzer drin. Und nehme jetzt die Spachtel und trage das hier auf. Viel hilft viel, sagen sie. Ziehe das hier wieder ein bisschen ab, dass ich dann später beim Schleifen nicht so viel Probleme habe. Und ja, jetzt habe ich noch eine einzige Felge, da ist aber minimaler Kratzer drin. Dann nehme ich jetzt die Spachtel, trage sie auf und ich merke es gerade, es ist schon wieder viel zu warm. Die Spachtel kann ich, glaube ich, nochmal neu andrehen. Die ist für den Arsch. Beziehungsweise, ich glaube, der Kratzer hat es jetzt verdeckt. Ja, wie gesagt, es ist 25, 26 Grad. Wir haben jetzt gerade erstmal Vormittag. Und die Spachtel ist trocken. Und ich habe da nicht viel Härte rein. Ja, und auch zu viel angemischt. Ja. Falsch. Haben noch falsch rum hingeflogen. Ja. Ich werde jetzt halt noch so 10 Minuten warten, bis die Spachtel komplett ausgehärtet ist. Werde das Ganze nochmal anschleifen. Und ja, ich melde mich dann in dem Zuge nochmal. So, die halbe Stunde ist rum. Ich habe jetzt drei Felgen schon fertig. Die vierte wollte ich mit euch jetzt bearbeiten und hatet mich deswegen jetzt bitte nicht. Wie gesagt, man verwendet Aluspachtel und keine normale herkömmliche Spachtel. Aber ich zeige euch jetzt einfach nicht desto trotz, wie ich das ganze Vorgehen bearbeite. Und ja, ich würde sagen, leg mal los. So, hier haben wir jetzt die beschädigte Stelle von der Felge. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen zu viel Spachtel aufgetragen. Weil viel hilft viel, sagen sie immer. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Und zwar, dass wir die Kontur wieder hinbekommen, nehme ich jetzt eine Feile. Ihr könnt auch eine Raspel nehmen, die ich jetzt aber nicht zur Hand habe. Und jetzt kann man die Kontur so wieder reinschleifen in das ganze Material. Habt ihr keine Feile oder so zur Hand, geht auch mit dem Schleifpapier. Da könnt ihr dann hier so die Kontur anlegen mit der Hand und so lang fahren. Aber da bitte vorsichtig arbeiten. Weil es ist schnell mehr weggetragen, als ja, man möchte. Und dann kann man wieder spachteln. Ist leider so. Ich mache das jetzt mal eben gar und dann sehen wir uns mal das Endergebnis an. So, ich habe das jetzt hier so schön verschliffen. Also ich weiß nicht, ob das im Video überhaupt so gut rüberkommt. Also man sieht dann später nichts mehr. Ich muss da jetzt leider halt alle Stellen, was ich gespachtelt habe, Leute, muss ich jetzt leider nochmal vorgrundieren, weil sonst wird der Basislack später wahrscheinlich an der Stelle einen anderen Farbton haben. Oh. Leute, aus dem Grund habe ich eigentlich gar keinen Bock, wirklich Video darüber zu machen, wenn das Ganze immer staubt, weil die Kamera sieht nämlich genauso aus wie ich. Also dreckig, ne? So, nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt trotzdem, wie die Felgen angeschliffen werden. So, ich habe jetzt hier ein Schleifvlies oder Schleifpad oder Stahlwolle. Jeder, wie es schimpfen mag.
Ja, ich habe jetzt, ja, wie gesagt, die ganzen Beschädigungen rausgearbeitet und jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Oberfläche anrauen und da muss jetzt kein Exzenterschleife oder sonst was eingesetzt werden oder der Lack muss auch nicht runtergeschliffen werden. Es geht ja nur darum, dass die Oberfläche angeraut ist für den Basislack. Und das mache ich jetzt im Endeffekt hier mit dem Schleifvlies und schleife die ganze Schoße jetzt an. Schön gründlich, dass alles schön angeschliffen ist. Auch die Speichen, das wird jetzt, wie gesagt, so eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, ich lege jetzt ein bisschen Musik drunter und dann geht's los. Benjamin's in my pocket. I traded in my truth for some robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my robin. So, wenn jetzt alle Felgen geschliffen sind, müssen wir es jetzt noch reinigen. Und das machen wir jetzt. Mir wurde jetzt empfohlen, die Felgen mit Alkohol sauber zu machen. Und das machen wir jetzt mal. Ach, Quatsch, das ist ja der falsche. Der ist ja für die innere Reinigung. Wir haben jetzt hier Spiritus, Brennspiritus, der enthält Alkohol. Man kann auch Aceton nehmen, aber habe ich nicht da. Ich habe jetzt Spiritus da. Gehen wir jetzt aufs Handtuch und machen die Felgen damit sauber, dass sie fettfrei sind und schmutzfrei und alles pipapo halt. So, die Felgen sind gereinigt. Ich habe jetzt auch in der Zeit noch die Grundierung überall aufgetragen, wo ich gespachtelt habe. Jetzt ist ungefähr eine halbe Stunde vergangen und es sieht jetzt halt so aus, das Ergebnis. Da war ja gespachtelt, habe ich jetzt das Ganze nochmal mit einem 1500er Schleifpad nochmal grob angeschliffen. Ja, mein Sprühpistolengriff habe ich wieder gefunden gerade eben. Der ist nämlich auf jeden Fall empfehlenswert, um dass ihr, ja, keinen Krampf in dem Finger bekommt. Mein Auto habe ich mittlerweile weggefahren, weil ich möchte nicht, dass das dann silberigen Sprühnebel hat. So, sobald ich jetzt den Atemschutz drauf habe, wird es für euch Musik geben. Für mich gibt es auch Musik. Also, los geht's. Trading my truth for some robins. And he's playing Batman. Freddy's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine. Mittlerweile ist der Basislack drauf. Zwei Schichten. Ich musste das Ganze jetzt ein bisschen verkürzen, da es jetzt hier extrem das Dubeln angefangen hat durch den Sprühnebel. Musste ich mal meine 3 Monate alte neue Kamera in Sicherheit bringen, weil ich möchte nicht, dass die gleich nach 3 Monaten ja hier ausschaut wie 20 Jahre alt. Aus dem Grund habe ich auch mein Auto in Sicherheit gebracht, weil wenn da jetzt silberiger Sprühnebel drauf ist, ist auch nicht so geil. Ne? So, ja, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt, wie gesagt, 2 Schichten aufgetragen und das komische Ding da, was ich noch gesagt habe, ist sehr geil. Mir hat irgendwann der Finger wehgetan, deswegen habe ich das dann einfach mal entfernt und habe so gesprüht, ging 1A und keine Lackläufer drin, zum Glück. Jetzt natürlich kommt der Klarlack drauf. Der Klarlack ist im Endeffekt genauso aufzutragen, da müsst ihr bloß ein bisschen aufpassen, der ist flüssiger und da könnte es passieren, dass schneller Lacknasen entstehen. Also immer schön dünn auftragen, lieber dünner als dicker. Ne? Ich würde sagen, ich muss die Kamera sowieso mal kurz an den Akku hängen. In der Zeit lasse ich die Kamera laden und in der Zeit mache ich den Klarlack und dann melde ich mich wieder, wenn die Felgen fertig sind. Also bis gleich. So Leute, erste Schicht Klarlack ist drauf. Ich habe jetzt ungefähr halbe, dreiviertel Stunde gewartet, weil ich habe Besuch. Servus. Wir haben noch in der Zeit, wo das getrocknet hat, mal kurz den ABS-Sensor getauscht vor seinem Auto. Ja, ich mache jetzt noch eine 2. Schicht drauf. Und es hat schon ordentlich hier genebelt. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut rüberkommt. Aber auf dieser Plane hier kann man das sehen. Hier lag gerade etwas. Ich glaube, das sieht man eh nicht. Aber da, wo das Ding lag oder die Abdeckfolie,
Da ist kein Sprühnebel, aber das ganze andere Zeug ist hier voll. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt die letzte Schicht drauf geben, also die zweite Klarlackschicht. So Leute, der gestrige Tag. Los. Habe ich leider nichts mehr gefilmt. Der Adrian war gestern noch da, habt ihr mitgekriegt. Und danach habe ich nichts mehr gefilmt. Die zweite Schicht habe ich auf jeden Fall nicht mehr gefilmt. Aber jetzt zeige ich euch mal die Felgen, wie sie fertig ausschauen. Mein Bruder packt sie gerade schon aus. Da fliegt die Tüte. Aber es ist eigentlich eine Felge, habe ich gedacht, hat einen Lackläufer. Siehst du eine? Ja, oder ist das von der anderen, von der Grundierung unten drunter? Ja, das war von der Grundierung, das war scheiße. Die hat sich nicht schön machen lassen. Ja, da muss man polieren. Also ich habe meine nur ein wenig poliert und dann ging das. Ja, das müssen sie erstmal auf. Du kennst mich, wie die Felgen bald aussehen. Ja, dreckig. Ich muss die dann genauso wie da wirklich gescheit machen. Hm. Ich glaube, das geht nicht, oder? Wegen zu tief. Oh, erst noch ein wenig hochschrauben. Wahrscheinlich. Das sowieso. Ja. So, das ist glaube ich bloß Staub. Das geht weg. Erst einmal waschen ist es gut. Ja, war schon richtig das Silber. Ich denke, dass da noch die gelben Wärmzettel dann sind. So, mein Bruder lädt sie gerade ein. Ich habe jetzt noch die Zentrierringe geholt. Die braucht er ja auch. So Touring ist schon was Feins, gell? Dein Verkleid und drückst gerade zusammen. Die ist eh kaputt. Ja, die lege ich dann mal wieder rein. Die Dinger da. Ist schon eigi. So, Räder sind verladen. Passen schön in Touring rein. So was ist was Feins, gell? Mhm. 4x8 J-Felgen. Habe ich auch im Video erwähnt. Also am Anfang. Leute. Wenn ihr jetzt euch wundert, warum hier Werbevideo steht, das ist leider jetzt neu, weil ich ja die ganzen Produkte verlinke für euch und ja, ist leider so. Also wundert euch nicht, ist nichts gesponsert, haben wir alles selber gekauft. Fahrvideo habt ihr euch gewünscht im letzten Video, kommt, wenn die Felgen drauf sind, hast du gesagt? Ja. Gut, ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt wieder was und bis zum nächsten Mal. Servus und ciao. Ciao. I'm sipping on you like some fun wine, dog. When it's over, I press rewind. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I trade in my truth for some Robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my rocket. 17 shots, no 38.